Okay, ich bin Dritter. Ach du Scheiße, Eiche und Kuhn hinter mir. Oh, die werden mit allen Mitteln versuchen, an mir vorbeizukommen. Herr Blauprinz, du tust mir leid, Blauprinz, ich will nicht mit dir tauschen. genieß deinen Ruhm da vorne. Okay. Okay, Eiche und Kuhn werden einfach an mir vorbeidröschen. Oh Gott, ich hab so Schiss jetzt. Oh shit. Wie Blauprinz einfach Platz macht, geil. Der direkt. Oh, hat er keine Angst vor der Wand? Blauprinz keine Angst vor der Wand? Wie die alle übelst. Oh, ja, ist er deswegen. Habe ich mich gerade gefragt. Rückkehr zur Rennposition 4? Willst du mich verarschen? Deswegen habe ich mich gefragt, ob er nicht Angst vor der Wand hat. Da ist er wieder direkt an die Wand geknallt. Also, ich hätte da Schiss gehabt. Wie sieht es mein Schaden aus? Ja, Aufhängung geht noch mit 22. Vorne Aero, na gut, das kann ich vielleicht reparieren lassen. Es war kein so krass realistischer Crash, das gebe ich gerne zu. Dass ich danach überhaupt noch fahren kann, ist ja eigentlich schon ein Wunder. Aber so realistisch ist das Spiel jetzt auch wieder nicht. Also was Schäden angeht, ist das Spiel nun mal mega unrealistisch. Aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt iRacing oder andere Sachen, ob die das besser machen. Was Schadensmodelle angeht, weil eigentlich müsst ihr ja sofort raus bei sowas. Also wir wären ja fast tot. Ich und Blauputz waren, glaube ich, tot, Alter. Nach so einem Rammler. Aber ich dachte echt, der bleibt so an der Wand kleben und ich kann vorbeifahren, aber dann hat er sich doch gelöst. Dann habe ich falsch eingeschätzt. Ey, Blauputz, das tut mir echt leid für dich. Und er ist schon wieder rausgeflogen. Es tut mir dann natürlich auch wieder total leid. Jetzt ist ja gleiche Stelle wieder rausgeflogen. Problem ist natürlich, ich muss jetzt ein bisschen anders lenken, weil das Lenkrad von sich aus ja schon quer steht. Aber ich wette mit euch, das passiert nur. Ne, Blauputz hat bestimmt genauso viel Glück, wie ich mir das vorstelle. Dass das nur dann funktioniert, nur dann passiert, wenn wir streamen. Wenn er jetzt so mit uns ein Rennen machen würde, wird es wahrscheinlich nicht passieren. Ja, guck mal, ich komme überhaupt nicht mehr in den Vollspeed hoch, Alter. Guck dir das mal an. Der krank. Ich glaube, ich fahre direkt schon mal rein jetzt in die Box. Oh fuck. Gott, ist das langsam. Fahr doch schneller, Mann. Ja, 10 Sekunden ungefähr, wenn es dauern. Also sowas wird, glaube ich, auch vor Ort nicht repariert werden können. Wenn die Aufhängung im Arsch ist, dann wird das, glaube ich, echt schwierig, den Motor oder die Aufhängung zu reparieren. Dass das hier innerhalb von einer halben Minute funktioniert, ist schon krass. Zwei Minuten 43 bin ich jetzt angeblich hinter den Leuten. Wie geht das denn? Runden die mich jetzt gleich? Oder haut die Zeit einfach nicht hin? 2 Minuten 48 müssen wir ja schon überrundet haben. 1,45, okay. Hört sich gut, so ein neues Auto. Aber guck mal, jetzt geht es nämlich auch wieder viel höher. Vorhin bin ich so bei der 6 stehen geblieben, bei dem Umdrehungsmesser da, bei der 6 im 5. Gang. Jetzt komme ich wieder um einiges höher. Ja, scheiße. Manchmal ist der Boden etwas slippery, Leute. Slippery. So, jetzt Ziel sollte jetzt sein, nicht überrundet zu werden. Wir müssen hier auch nochmal irgendwann in die Box, Leute. Dürft ihr nicht vergessen.
Lol, ich erkenne das an der ersten Kurve. Was erkennst du an der ersten Kurve? Kann ich... Oh nein! Ach, fuck! Ich war ein Tenchi! Bist du ein dummer Idiot, Alter. Laberst am Anfang noch was? Ich darf nicht in den Chat lesen. Was mache ich? Ich lese ihn. Fuck, Mann. Bin so dumm. Sagte, wenn du hier einmal irgendwie wegguckst, wenn es nicht gerade eine übelst lange Gerade ist, dann war's das, Alter. Dumm. Jetzt natürlich vorne wieder 5 Schaden. Auf 5 Schaden geht noch. Ich lese jetzt nicht mal den Chat, Leute. Bin so blöd, ey. Jedes Mal fahre ich raus, wenn ich das mal... Nicht jedes Mal. Hier, an dieser Stelle zum Beispiel hätte ich mal lesen können. Hier, ist er relativ gerade jetzt. So, jetzt ist... Ja, es ist halt... Man hat... Man, wenn das jetzt so... Man ist es so eingebürgert, dass man rüberguckt zum Chat. Ist so einfach, den zu komplett zu ignorieren. Weil wenn dann so langweilige Geraden kommen hier, wo nichts passiert. Ey, Teddy, guck mal, Chat. Ja, habe ich gemacht. Und jetzt? Wenn ich kann eh nur Letzter sein. Weil Blaupritz ja leider wieder rausgeflogen ist. Die Stimme ist so im Arsch. Ich brauche unbedingt was zu trinken. Tee zum Beispiel. Weil der ist noch so heiß. Jetzt weiß ich immer noch nicht, was Krimi in der ersten Kurve erkennt. Wahrscheinlich ist Blauprinz auch gegen die Wand gefahren, weil er Platz lassen wollte für die Schnelleren. Dann hat es dazu viel Platz gemacht oder so. Aber es hat auch nur mich mitgenommen, ne? Ich weiß nicht, was hinter was mit Kuhn passiert war, ob der auch noch irgendwie mit reingeknallt ist. Müsste ja dann vorbeilassen. Hat ja die Rennleitung so entschieden. Die blöde Rennleitung. Hat ja keine Ahnung von dem Spiel. Hohoho! Da kommt der Japaner trifft. Muss ich mir unbedingt im Replay anschauen, den Japaner trifft. Ach, der hat die Strecke erkannt, okay. Naja gut, das ist ja auch schon ziemlich markant, die erste Kurve. Oh shit, bin vom Gas nochmal gegangen. Da muss man ja schon sagen, die ist schon ziemlich markant. Da habe ich jetzt bei all den Strecken, die wir jetzt gefahren haben, jetzt noch nie so gesehen. Aber deswegen ist es langsam. Oh, was mache ich denn? Oh, lol. Ey, ich bin einfach viel zu viel so am Labern. Das meine ich. Einmal Konzentration weg und voll, da, wo man Vollgas durchfahren kann, bremst man auf einmal runter, ey. Wie dumm ist das denn gewesen? Ich meine, hier, man startet wenigstens und die Kurve ist schon relativ... Aber ich muss sagen, ich wäre bestimmt in die Leute reingefahren, wenn ich nicht mit Bots geübt hätte, hier... runter zu. Ich bin ja mit 20 Autos gleichzeitig so gefahren. Da habe ich dann schon geübt noch, wie man hier am besten dann runterbremst und so. Ich habe schon ein paar Starts jetzt gemacht auf der Strecke. Einfach nur, um das mal ein bisschen zu üben, weil ich einfach immer viel zu viel Schiss habe. Das ist scheiße. Schiss haben ist scheiße, Leute. Nicht zu verwechseln mit Fisch haben, ja. Fisch haben ist ganz cool. Wenn man drauf steht. Auf so Aquarien und so. Ich mach das nicht, auch wenn ich die cool finde. Weil ich hätte einfach nur Angst um die Fische, Alter. Bei mir gehen ja sogar Pflanzen kaputt. Aber Krimi, wenn du dich so gut auskennst mit diesen Strecken und so, wieso fährst du nicht geil, wieso fährst du nicht mit? Wär doch geil, Alter. Oder hast du Angst, dass du uns alle zerlegst?
Da brauchst du keine Angst haben, das bin ich schon gewohnt. Von Chemie und Kuhn und so. Und Eichi. Und Wirto. Also eigentlich alle, die hier mitfahren. Alter. Alter, wie rutscht denn das so? Alter, was ist hier los? Oh, was zur fucking Hölle? Irgendwas ist, liegt das an der Aufhängung, dass ich nicht mehr Vollgas da lang fahren kann? Das kann nicht sein. Lol. Aber ich habe kaum Schaden bekommen. Ich habe es gut abgefedert mit meinen Bremsaktionen. Ich weiß nicht, ob ich die Curb berührt habe. Großartig. Oder ob es vielleicht wirklich aber daran lag, dass die Aufhängung jetzt dafür gesorgt hat, dass sich mein Auto einfach mehr gelenkt hat, als es sollte. Weil wir wissen ja, wenn die Aufhängung da unten irgendwie mega kaputt ist, dann schlenkert das Auto ja bloß auch noch hin und her. Da kannst du es gar nicht mehr kontrollieren. Kann natürlich sein, wenn du so auf 22% Schaden bist, dass dann auch irgendwie random kleine, nur kleine Dings kommen. Kleine, wie nennt man das? Ausbrecher, sage ich mal. Wenn ich merke das ja, wenn ich hier gerade ausfahre, es wackelt schon ganz leicht, aber nur leicht. Ja, mal kurz warten. Nö, jetzt hier ist alles super. Hier ist alles super. Aber jetzt hier wackelt das schon wieder sinnlos. Hier, wie er rumwackelt, Alter. Ja, kann sein, dass das da irgendwie vielleicht noch eine Rolle gespielt hat. Aber ich kann auch sein, dass ich den Curb auch noch mitgenommen habe. Oder vielleicht beides. Curb, zu viel eingelenkt und noch Aufhängung. Ich will aber, auf jeden Fall möchte ich darauf hinaus, es lag größtenteils an der Aufhängung, nicht an mir. Ich möchte, dass ihr das so akzeptiert. Aber es ist kein schönes, sauberes Rennen jetzt. Da war es vorhin auf jeden Fall besser. Wobei ich da auch... Alter, was... Sonst komme ich da auch immer hier lang. Alter. Nö, fuck. Wisst ihr, deswegen setzt man sie eigentlich zurück. Ich weiß, dass ich auf Erde war. Alter, aber der macht aber auch übelst übersteuern, Alter. Er übersteuert wie Sau. Hat er vorher nicht gemacht. Das muss auf der Aufhängung liegen. Vielleicht auch das Aerodynamiksystem mit dazu. Ich weiß es nicht. Also, ich muss schon sagen, ja. Fahrverhalten ist schon anders. Weil normalerweise bin ich da locker lang gefahren. Und der hat nicht so übersteuert. Das ganze Mal da lang gefahren, wo ich lang fahren wollte. Schon krass, wie sich das ändert. So, kaputte Aufhängung ist echt beschissen. Angst, hier irgendwie zu viel einzulenken, weil es nachher zu viel einlenkt. Timmy Klose in den Pit. Jetzt ist die Gelegenheit. Gleich schnell überrunden. Man kann es halt nicht lassen. Ja. Ich habe ja eh schon verloren, wie sonst du weißt.
Ein bisschen schade. Ich wünschte trotzdem, wir hätten viel mehr Mitfahrer, mit denen man sich messen könnte. Weil ich ja sonst eigentlich die ganze Zeit in den Rennen immer so alleine rumfahre. Und wenn ich mich mit Blauprinz mal betteln kann, dann fliegt er wieder raus. Wieso spielst du CSGO? Ich dachte, du spielst kein CSGO mehr. Ich muss mal ein bisschen vorsichtiger jetzt fahren. Vielleicht hast du eine Kick-Aura, was? Bitte erklären, sonst reiht der Tenshi das nicht. Zu früh gebremst. Weil jeder, der in deiner Nähe ist, rausgeworfen wird. Weil dann müsste ja Kuh und Chemiklo und so auch alle rausfliegen. Wenn nur Blauprinz. Beim Start sind sie nicht so weit entfernt. Ach, dieses Spa, Leute. Ist es nicht eine wunderschöne Strecke, dieses Spa? Gibt sogar eine historische Variante von dieser Strecke. Habt ihr das schon gewusst? Minus 35, das ist nicht gut. Die Mikro ist ganz schön dicht an mir dran. Gefällt mir nicht. Ich weiß nicht, ob ich es diesmal überhaupt durchs Ziel schaffen werde, weil das letzte Mal war ich nicht so weit zurück und war trotzdem relativ knapp, um durchs Ziel zu kommen.
Ja, ist jetzt nicht so spannend mehr, das Rennen hier. Muss ich zugeben. Wenn ich oben rechts auf die Karte gucke, ich bin so ganz allein. Nee, da ist noch jemand. Da hinten fahren sie noch. Die sind mir zu nah, Alter. Nur noch 24 Sekunden? Alter, wo holen die denn den Speed raus? Beziehungsweise, wo lasse ich den denn liegen? Wie ich vorhin gesagt, das Ziel ist jetzt nicht überrundet zu werden. Das schaffe ich doch niemals. Schnell weg hier, auf der Karte sehe ich schon den roten bösen Punkt. Drei rote Punkte. Ist krass, wie die halt irgendwie so spannend immer zusammenbleiben können. Muss halt irgendwelche Public Matches reingehen und hoffen, dass man Leute hat, die auch so kacke fahren wie man. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Die genauso kacke fahren wie man selbst. Möchte zwar fast bezweifeln, nachdem ich das gesehen habe, was ich hier mache. Die dürfte jetzt gleich hinter mir sein. Hey, die haben jetzt das Rennen jetzt beendet. Die haben das Rennen jetzt beendet. Die können mich nicht mehr überrunden. Muhahaha. Was für Rennstandards. Keine Ahnung, was habe ich denn gemacht? Ich möchte fast schon bezweifeln, dass ich in 140 Sekunden schaffe ich das. Wenn ich keinen Unfall baue, vielleicht. Ja, na gut, ich bin halt von der Bahn geflogen. Oh, stimmt ja. Oh, kacke. Safety Rating ist jetzt richtig im Arsch bei diesem Match hier. Bin so oft jetzt rausgeflogen. Das Safety Rating wird wieder richtig beschissen ausfallen nachher. Ach, kacke. Da habe ich ja gar nicht gedacht. Ich brauche aber auch viel mehr als 2 Minuten für die Strecke. Oh Gott, Mann, Tenchi macht wieder Kacke. Brauche aber auch locker mehr als 2 Minuten für die Runde. Darf man nicht vergessen. Brauche ja nicht nur 2 Minuten für eine Runde. Und ja, ich war schon ein bisschen weiter vorne, als ich das gesagt habe. Deswegen dachte ich mir, ja, das schaffe ich bestimmt noch. Weil ich ja nicht am Anfang der Runde war. Also ganz sicher war ich mir halt noch nicht. Okay, locker geschafft. Okay. Tut mir mal leid, wie die mal warten müssen. Bis ich noch fertig fahre. Ah, krass. 22,4 ist er gefahren. 22,4. Und wie lief's? Ist stabil durchgekommen? Ich habe zumindest die Rennen beendet, ne? Nee, ja. Das zweite Mal war kacke. Als erstes bin ich mit Blauprinz am Anfang kollidiert. Dann. Ja, Blauprinz ist auf einmal einfach in eine Wand reingefahren. Ich gehe mal von einem. Das zweite Mal schon. Beim ersten Mal ist er auch gegen die Wand, dann kam er nicht mehr weg.
Und dann bin ich knapp vorbei an dem und danach ist er disconnected. Oh ja, die Wand kenne ich, da bin ich auch schon mal dran hängen geblieben. Und die zieht einen immer schön ran. Das und beim zweiten Mal, ich fahre so hinterher, ich fahre dir hinterher, weißt du so, und du fährst ihn hinterher. Und ich denke mir so, okay, diesmal wird er bestimmt voll Angst haben vor der Wand. Und dann sehe ich, wie er einfach nur rechts so lang fährt. Ich so, Alter, der hat ja gar keine Angst vor der Wand. Und dann hängt er wieder genau an der gleichen Stelle fest. Und ich dachte, ich komme vorbei, dann hat er sich aber gelöst und ist in mich rein. Aber ich konnte gut weiterfahren eigentlich. Das Problem war nur, ich war dann kaputt. Dann bin ich in der ersten Runde reparieren gegangen. Und dann habe ich irgendwann meinen Fehler gemacht. Genau, dann ist das passiert. Erste Schikane, volle Kanne durchgefahren. Einen Fehler gemacht und dann übelst durch die Gegend geflogen. Und dann bin ich halt die ganze Zeit jetzt mit einer kaputten Aufhängung weitergefahren. Dann bin ich öfters mal rausgeflogen, weil ich, ja, war nicht so schön. Aber ich habe es beendet. Naja, das Problem ist halt immer noch das Gleiche, ne? Nachdem Blaubritz weg war, habe ich halt einfach keinen mehr. Also ich konnte, beim ersten Rennen konnte ich wenigstens noch so 2 Runden, vielleicht 3 Runden wenigstens die Hex von euch sehen. Weißt du so, danach bin ich halt so für mich gefahren und jetzt gerade bin ich komplett, ich habe gerade ein bisschen Angst gehabt, dass ihr mich noch überrundet. Ja, gab's auch wie Wechsel oder sowas? Nee, ne? Es dürfte sich nichts geändert haben, ne? Danach kommt noch Schnetterton, 300 oder so kommt ja noch. Schnetterton. Was haben wir denn jetzt hier? Ja, da habe ich richtig Horror vor der Strecke, ne? Würde dir noch gefährlich werden, theoretisch? Ja, selbst mit 30 klar. Vollen Punkten, wenn er jetzt beide gewinnen würde, würde er dich nicht mehr einholen. Ja, es wird noch was gestrichen, klar, aber wenn man jetzt nicht streichen würde, mit vollen 30 Punkten, könnte er dich nicht einholen und du holst ja auch noch welche, außer natürlich du fliegst komplett raus oder so, keine Ahnung. Kann passieren. Ich bin jetzt nur, ich habe nur deswegen 99 Punkte, weil ich jedes fucking Rennen auch mitgefahren bin. Und wenn man nur so wenig Autos hat, kriegt man automatisch ja immer Punkte. Snetterton 300 kommt als letztes dann.